Dribbeln, passen, schießen. Und das auf einem Fahrrad. Wer Radball spielen will, bei dem werden wirklich alle Sinne gefordert. Unsere AFK-Sportskanone soll das mal für uns ausprobieren. Was mir erwartet, ist eigentlich viel Spaß und Spannung und einiges an Herausforderungen, weil ich habe schon zugeschaut vorher und man braucht ja da einiges an Gleichgewicht und das ist jetzt nicht unbedingt so meine Stärke. Jetzt einfach zu kommen und zu sagen, ich bin 24 Jahre alt und möchte jetzt mal Radball anfangen, das ist relativ kompliziert. Radball wurde vor über 120 Jahren erfunden. Als Vater der Sportart gilt er, Nicholas Nick Edward Kaufmann. Er wurde 1861 in New York geboren. Im September 1885 war dann sein großer Tag. Das Professional Cycle Trick Riding Championship in Springfield. Ein dreitägiges Radrennen. Nur hatte er nicht wirklich viel Mitstreiter. Er war nämlich der einzige Teilnehmer, der das Einradrennen über eine Meile bestritt. On One Wheel Against Time titelte die Springfield Republican. Zahlreiche weitere Erfolge als Kunstradfahrer folgten. Die Idee für Radball ist ihm gekommen, nachdem ihm auf einer Ausfahrt ein Mops vor das Rad gelaufen ist. Damit wurde der Grundstein für die Sportart gelegt. Ein Glück für alle Möpse, dass man in China bereits in vorchristlicher Zeit den Lederball erfunden hatte. Das erste Spiel mit einem Ball fand dann am 14. September 1893 statt. Heute sind wir beim Radsportclub München-Mosach. Ja, das Besondere am Radball ist, auch im Vergleich zum Fußball, dass ja halt nur zwei Leute spielen, also zwei Spieler pro Mannschaft, dass das Feld viel kleiner ist und dass jeder Fehler extrem hart bestraft wird. Denn beim Fußball sind ja 90 Meter, beim Radball sind es nur 14 Meter vom einen Tor zum anderen. Und da kann es schon mal passieren, dass man gegen Pfosten schießt beim Radball und in der nächsten Sekunde hat man den Ball selber im eigenen Tor, weil 14 Meter kann man recht schnell überbrücken. Jetzt wird sich zeigen, ob Simone scheitert oder zum nächsten Radballprofi wird. So, dann steigst du mal auf diese ganze Geschichte auf und rollst mal langsam an. So einfach. Eigentlich sollte man, pass mal auf, ja. Ich zeig's dir mal, hier schon rauf. Hier schon rauf. Ja, genau. Und dann schwing an. Okay, gut. Also das war jetzt so die erste halbe Runde, ja? Das Besondere an den Rädern sind die Lenkergriffholme. Der Fahrer beugt sich beim Beschleunigen weit nach vorne, um das Rad am Boden zu halten. Außerdem kann man mit diesen Lenkern besser schießen. Insgesamt werden 2x7 Minuten gespielt. Was beim Fußball der 11 Meter ist, ist beim Radball der 4 Meter. Wenn man eben mit jemandem zusammenstößt, hat man immer noch das Fahrrad als sogenannten Puffer oder Airbag sozusagen, ja? Und stößt nicht direkt mit dem Knochen auf jemanden. Also meine Verletzungen waren bisher Prellungen und hier und da mal eine Schürfung, wenn man mal auf dem Hallenboden irgendwo weggerutscht ist, aber nichts Ernsthaftes. Auch Simone übertreibt gerne mal, ihr ist aber nichts passiert. Doch Radball kann mächtig wehtun. Ja, absolut ein Kampfsport, denn man steht in diesen 7 Minuten, die so eine Halbzeit dauert, steht man unter, ich sag mal, Dauerstrom. Muss um jeden Ball kämpfen. Beim Radball passiert es auch als Torwart mal, dass man den Ball mal ins Gesicht kriegt oder so. Das kann passieren. Also sind schon gewisse Kampfelemente dabei. Und so ein Ball kann auch schon mal bis zu 60 Stundenkilometer schnell werden. Jetzt wird's ernst. Simone muss schießen. Du fährst mit beiden Händen hier an. Ja, pass doch mal an, bitte. Wenn jetzt der Ball da liegt, dann wirst du natürlich das Ganze im Fahren so wegschießen. Versuchen wir das? Fahren, das klappt ja schon einigermaßen. Im Aufsteigen habe ich mir schwieriger vorgestellt, weil das ja irgendwie keinen Leerlauf hat. Aber das mit dem den Ball irgendwo hinschießen, das verstehe ich noch nicht. Also das ist echt schwierig. Die erfolgreichsten Teams sind meist Brüder oder besser noch Zwillinge. Und wenn man eben einen Bruder hat, der im selben Alter ist, vielleicht Zwillingsbruder sogar, dann kann man halt ab der Jugend an trainieren, kann sich abstimmen, hat bestimmte Automatismen und das ist natürlich sehr förderlich, um dann in der Weltspitze erfolgreich zu sein. Mein Ziel ist es auf jeden Fall nochmal zweite Bundesliga zu spielen und dort auch mal eine Saison
die Klasse zu halten. Vom Profi-Radball ist Simone noch weit entfernt, aber... Also mir hat der Tag heute super gefallen, das auszuprobieren. Es war echt was ganz Neues, es war Spezielles. Es kennt nicht jeder, nicht so wie Fußball oder so. Aber es kombiniert eben auch zwei Sachen, Rad und Ball. Und es steckt aber viel Übung dahinter. Und ja, vielleicht probiere ich es wieder.